Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Mit göttlicher Windreiter. Fahre deinen Wellenreiter kontinuierlich für eine bestimmte Zeit. Welche Zeit genau damit gemeint ist, ist, soweit ich weiß, nicht direkt bekannt. Ist auch nicht so wichtig. Also ich sage euch mal ein paar Beispiele, wo Leute die Errungenschaft bekommen haben. Also ein Spieler ist mal von Rito, also von hier quasi, zum Drachengrad gefahren. Das ist tatsächlich gar nicht mal so weit mit dem Wellenreiter. Das sind, ich weiß nicht, vielleicht 1500 Meter. Das ist tatsächlich echt nicht so weit. Also hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, wenn ich das so sage. Aber es ist tatsächlich wirklich nicht so weit. Und das ist aber, ich persönlich glaube, dass es übertrieben ist. Ich glaube, es reicht schon, wenn man nur von Rito zum Wolkenmeer fährt. Oder generell muss es gar keine bestimmte Distanz sein. Ihr müsst einfach nur eine gewisse Zeit in eurem Wellenreiter verbringen, ein bisschen rumfahren. Und dann, wenn ihr das nächste Mal den Wellenreiter verlasst, dann bekommt ihr auf jeden Fall die Errungenschaft. Das heißt, ihr bekommt die Errungenschaft nicht einfach beim Rumfahren, ja, wenn ihr einfach fahrt und fertig, sondern, übrigens das Ganze jetzt nicht auf Englisch übersetzen, was ich gerade gesagt habe, und ihr müsst dann tatsächlich das Boot verlassen, ja. Aber erst, wenn ihr wirklich eine große Strecke oder eine lange Zeit im Wellenreiter verbracht habt, also am besten wäre es zum Beispiel, ihr macht den Inazuma, da gibt es ja sehr viele Kisten im Wasser, also ihr umrundet einfach eine ganze Insel oder so. Oh, hoppla, jetzt bin ich ein bisschen zu weit gefahren. Du lässt mich ja nicht umdrehen hier, Paimon, Mensch. Oh, oh, ich bin stuck. Ja, Paimon, wir haben es verstanden. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich kann legit nicht umdrehen. What the... Okay, jetzt. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall auch nicht machen. Aber, ja. Am besten vielleicht auch einfach so als ungefähr Richtwert, würde ich persönlich sagen, 5-mal die Ausdauer leer machen, wenn ihr die maximale Ausdauer erreicht habt. Das müsste auf jeden Fall auch reichen. Aber wie gesagt, der Wellenreiter ist echt fix. Also man kommt hier sehr schnell von A nach B. Also, wie gesagt, wenn ihr einen Anhaltspunkt braucht, dann fahrt von Rito zum Drachengrad. Das sollte laut mehreren Berichten auf jeden Fall funktionieren. Und ja, ansonsten habt ihr die Errungenschaft vielleicht ja auch schon bekommen, während ihr es mal gar nicht mitbekommen habt. Ich sage danke euch wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.